Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Ann-Christine und begrüße euch ganz herzlich hier in meiner kleinen Nähstube. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich persönlich meine nahtfein verdeckten Reißverschlüsse einnähe. Viele haben Respekt davor, das verstehe ich, hatte ich auch, aber mit ein bisschen Übung und ein bisschen Vorarbeit gelingt es eigentlich wirklich sehr gut. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Die Schritte, die ich mache, sind vielleicht etwas umfangreicher als bei anderen, helfen mir aber wirklich ein schönes, sauberes, für mich gutes Ergebnis zu erreichen. Und das möchte ich euch gerne zeigen, wie ich das mache. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns gleich nochmal kurz. Die Stoffkanten, in die der Reißverschluss eingearbeitet wird, habe ich vorbereitet, indem ich Bügeleinlage aufgebügelt und die Kanten mit der Overlock versäubert habe. Wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dass an dem Stoff der Rest eines Rock- oder Hosenrückteils hängt. Normalerweise wird bei einem verdeckten Reißverschluss mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter gearbeitet. Damit werden die Reißverschlusskanten bündig an die Außenkanten angelegt und der Reißverschluss dann angenäht. Das reicht mir persönlich aber nicht. Die Nahtzugabe, die ich bei meinen Verschlussnähten haben möchte, hat mindestens 1,5 cm. Das gibt mir mehr Sicherheit. Man kann auch mit mehr Nahtzugabe arbeiten, damit man auch die Möglichkeit bekommt, mal die Hose im Bund oder den Rock im Bund auszulassen, sollte beides mal zu eng geworden sein. Da ich wie gesagt mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm arbeite, nähe ich mit großer Stichlinge im Bereich des einzunähenden Reißverschlusses auf beiden Seiten bei 0,5 cm von der Kante gemessen eine Hilfsnaht. Arbeitet ihr mit 2 cm Nahtzugabe, dann entsprechend bei 1 cm die Hilfsnaht arbeiten, bei 2,5, bei 1,5 und so weiter. Ich habe sie hier mit Rot genäht und hoffe, dass man sie gut erkennen kann. Nun die erste Reißverschlusskante an die Hilfsnaht legen und erst einmal grob bis zur Markierung für das Reißverschlussende feststeppen. Ich setze dazu das Reißverschlussfüßchen ein. Hier kann man gerne eine größere Stichlänge einstellen. Ich lasse die Naht übrigens, das gibt zusätzliche Stabilität, wie ich finde. Wichtig ist beim Einnähen nie den Stoff straff zu ziehen, denn dann kann es passieren, dass der Reißverschluss hinterher wellt. Am besten beides glatt ohne Zug aufeinander nähen oder den Verschluss straffen und den Stoff darunter locker liegen lassen oder sogar ein bisschen locker darunter schieben. Danach das Füßchen zum Nähen eines nahtverdeckten Reißverschlusses einsetzen. Und ich rate euch wirklich, natürlich kann man das auch mit dem anderen Reißverschlussfüßchen machen, mit dem normalen Standardfüßchen. Es ist aber wirklich einfacher, wenn man diesen Spezialfuß hat. Und es gibt für jede Nähmaschine so einen Spezialfuß. Das lohnt sich die Ausgabe wirklich, gerade wenn man mehr nahtverdeckte Reißverschlüsse arbeiten möchte. Die Reißverschlussraupen aufdrehen, also entgegengesetzt zur Stoffkante drehen und die Nase des Füßchens an den Raupen entlang laufen lassen. Bis zur Endmarkierung für den Reißverschluss nähen und am Anfang und Ende gut vernähen. Bevor ich die zweite Seite einnähe, mache ich mir ein paar Ansatzmarkierungen sowohl auf dem Reißverschluss als auch auf dem Stoff. Wenn ich nun die zweite Reißverschlussseite an die Hilfsnaht anlege, lege ich in dem Zuge auch die Ansatzmarkierungen passend aufeinander. Dann wird die zweite Seite genauso angenäht wie auch schon die erste. Erstmal mit dem Reißverschlussfüßchen fixieren und dann mit dem Spezialfuß annähen. Geschlossen sieht der Bereich schon einmal so aus. Gefällt mir schon mal sehr gut. Nun noch die offenen Außenkanten der hinteren Mitte bündig aufeinander stecken und absteppen. Ich benutze wieder den Reißverschlussfuß und verstelle zusätzlich die Nadel, sodass ich so nah wie möglich am Ende der Reißverschlussnaht ansetzen kann. Da ich mich so nicht mehr an der Skalierung auf der Stichplatte orientieren kann, zeichne ich mir den Nahtverlauf grob ein. Je höher ihr an der vorhandenen Naht ansetzen könnt, desto besser. Und wenn es nicht ganz gelingt, dann setzt ruhig mit 1 bis 2 cm unterhalb der Naht an und schließt die kleine Öffnung damit ein paar Handstichen.
Ich habe den Ansatz nicht ganz getroffen, das kann man hier schön sehen, bügele aber jetzt erst einmal, um zu sehen, ob es dort eine Falte gibt oder der Übergang unschön aussieht. Und das tut es nicht und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Der Übergang ist glatt und sieht top aus. So, das ist also meine Art und Weise, wie ich persönlich einen nahtfein verdeckten Reißverschluss einarbeite. Wie macht ihr das? Ist das eine Technik, die ihr gerne mal ausprobieren möchtet, oder habt ihr eine Technik, die für euch hundertprozentig klappt? Schreibt gerne mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und falls ihr euch jetzt noch nicht an einen verdeckten Reißverschluss getraut habt und jetzt einfach mal machen möchtet, dann bin ich ganz, ganz gespannt auf euer Feedback. Auch das schreibt mir gerne unter dem Video in die Kommentare. So, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, eine kreative Zeit. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Klickt in dem Zuge auf die kleine Glocke, werdet ihr immer gleich informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und bis dahin hoffe ich mal, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Alles Liebe, eure Ann-Christine.